Am 25. Oktober ist es wieder soweit. Die Lipizzaner Heimat lädt zur rauschenden Ballnacht. Denn nach dem großen Erfolg im vorigen Jahr findet heuer im Festsaal Rosenthal bereits zum zweiten Mal der Lipizzaner Heimatball statt. Es war ein sehr, sehr positives Echo. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung war dieser Ball und er findet heuer zum zweiten Mal statt. Birgitta, sein Team, aber auch ganz wichtig sind natürlich alle, die dabei sind, die Sponsoren und so weiter. Und es wird wieder ein sehr tolles sogenanntes Event werden und es ist der Abschluss des Herbstregens, wo wir ja in unserer Lipizzaner Heimat viele tolle Veranstaltungen haben und der krönende Abschluss ist dieser Lipizzaner Heimatball. Ich muss sagen, ich freue mich schon, dass wir immer wieder rausgekommen sind, weil wir doch der Mittelpunkt der Lipizzaner Heimat sind und der Festsaal Rosenthal hat ja Tradition, hat ja auch von Namen her, ist der einzige Festsaal im Bezirk, wo es andere sind, Stadtsäle der Volksheime. Und ich denke mir, der Lipizzanerball, der in Rosenthal abgehalten wird, zeichnet natürlich unser Standort wieder aus. Unterstützt wird der Ball wie auch bereits im Vorjahr von der Raiffeisenbank Kreuzberg. Wir sehen uns ja regional sehr stark verankert. Wir sind ja also hier auch die Bank, die also die meisten Kunden hat im Ort und wir sind da in der Region und wir sind natürlich auch haben auch eine wirtschaftliche Aufgabe und wir sehen das auch als für uns sehr wichtig, auch hier in Kultur, Bildung, Sport und so weiter dabei zu sein und auch entsprechend zu sponsern und zu fördern. Bereits im Vorjahr war der Lipizzaner Heimatball ein voller Erfolg und auch in diesem Jahr darf man sich auf viele Highlights freuen. Wir haben einerseits die Intronisierung der Prinzessin Lipizzaner Herz. Das wird sicher ein Highlight um 22 Uhr sein, wo eben verraten wird, wer von den ganzen Bewerberinnen dabei ist. Es werden ja die ersten drei hier gekürt und dann ab Mitternacht wird die Prinzessin ihr Amt antreten. Weiters ist auch die Krammer Zigarrenlounge etwas ganz Neues. Da wollen wir noch nicht so viel verraten dazu, weil das ja wirklich ein bisschen Überraschungseffekt sein soll. Aber hier hat man die Möglichkeit, sich einmal hinzusetzen, am Sofa Platz zu nehmen, die Beine hochzulagern, weil man ja von Tanzen auch mal müde werden kann, guten Whisky oder Rum zu verkosten und auch eine Zigarre oder Zigarette zu rauchen. Einen großen Programmpunkt wird also die Intronisierung der Lipizzaner Herzprinzessin darstellen, die künftig die Lipizzaner Heimat vertreten soll. Die wichtigste und Hauptaufgabe ist es einfach, dass sie mit ihrem Herz, ja, dass sie das Herz hat für die Region, dass sie das Herz hat für die Lipizzaner und dass sie diese Freude zur Region nach außen strahlt. Deswegen wünschen wir uns, dass wir da eine sehr starke, kreative und freundliche Prinzessin haben, die das gerne macht. Aber auch die Kulinarik wird beim Ball natürlich nicht zu kurz kommen. Wir freuen uns natürlich wieder, wie schon vorher angekündigt, dass wir den Ball betreuen dürfen, kulinarisch. Wir haben natürlich dem Thema angepasst, weststeirische Spezialitäten. Thema ist es ein bisschen Herbst, es wird auch ein bisschen was aus dem Wildbereich geben. Wir haben ein Chili auf Steirisch. Es gibt also die Kernel-Eierspeis zu späterer Stunde. Und ab 5 Uhr früh gibt es für die Besucherinnen und Besucher dann das Katerfrühstück beim Café Caballero in Piber, das mit einem weiteren kulinarischen Highlight aufwarten kann. Wir haben erstmalig selbst kreiert Weckerl, und zwar ein Vollkornweckerl, das heißt das Huschmittweckerl. Ich glaube, passend zum Gestüt natürlich. Schaut so aus, das ist ein Vollkornweckerl belegt mit Creme, der wird im Kernöl mariniert. Darüber dann ein bisschen am Bauchspeck und das Ganze wird abgerundet mit dem Mosbacher Käse, passt aus der Region. Ein bisschen würziger, macht das Ganze speziell und das wird dann einfach gratiniert. Natürlich darf beim Lipizzaner Heimatball auch etwas Süßes nicht fehlen. Und dafür zeichnet Annemarie Ofner verantwortlich.